Da steht meine Künstlername. Alvaro de Valparaiso. Bin bekannt von der Stadt Konstanz als Künstler. So was habe ich schon gespielt, bevor ich meine erste Klavierstunde hatte. Und er hatte dann so einen Mantel an und hat den Mantel wie so ein Exhibitionist aufgemacht und hat gesagt, hier, meine neue Kassette. Ne? Und hat die praktisch gerade so auf die Straße verkauft. Das macht er ja heute auch noch. Ich habe meinen Mann auf dem Flohmarkt gefunden. Den Alvaro kenne ich seit 32 Jahren. Er hat mir früher immer erzählt, er hätte so die Schnauze voll von diesen klugen Sprüchen, die er als Werbetexter hätte machen müssen. Aye, 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 live my days and drink my Er singt so schön wie viele Stars, die jetzt so am Himmel oben sind, dass er so gar kein Engagement bekommt. Nee, das wundert mich sehr. Watch him, the frisky frost. Why did I just love your face? Ist es Rock? Ist es Punk? Ist es Pop? Was ist es denn überhaupt? Als Bezeichnung, die Musik ist eigentlich im luftleeren Raum. Es kann eben nur Alvaro. Der hat eine unheimliche Begabung dafür, genau richtig falsch zu spielen. Diese Leute, die sagen, das ist nicht anhörbar, die sind einfach nur zu faul, ihre eingefahrene Scheiße in irgendeine Richtung zu verlassen. Diese Leute kratzen mich an. Das ist einfach widerwärtig.